Wahnsinn, einfach immer wieder Wahnsinn. Wie die Unmenschlichkeit so schnell um die Ecke kommt, wo wir gerade dachten, hey, das funktioniert doch alles. Nein, Habib, 10 Jahre in Deutschland. Er hat eine Traumkarriere hinter sich, könnte man so sagen. Oder eigentlich, oder, und auch noch Vorsicht. Vom Tellerwäscher bis zum Chefkoch in der Bagatelle. Das ist was. Also quasi wie fast amerikanische Millionäre. Also er hätte echt noch viel vor sich. Er hat Talent, er hat Fähigkeiten, er will lernen, lernen, lernen. Er guckt zu und setzt das um, deswegen Chefkoch. Ne? Das heißt, viele vermissen ihn, weil er nicht arbeiten darf. Ja, super. Ne? Also Ausländerbehörde, Siegburg und wer dahinter steckt alles. Deutsche Gesetz, Ausländergesetzgebung. 10 Jahre erstmal. 10 Jahre ist er hier. Mit 14 Jahren ist er hergekommen. Aus Bangladesch. Er gehört zu einer nicht anerkannten Minderheit in Bangladesch, hat da keine Chance. Ist ja völlig egal, aus welchen Gründen. Fakt ist, mit 14 Jahren als Kind, als Jung ist er hergekommen. Hat gelernt wie bekloppt. Er wollte vom Sozialamt nicht abhängig sein. Er wollte selbstständig sein. All das hat er geschafft. Er hat einen riesen Freundeskreis. Er gehört in die Südstadt. Er ist Teil von uns. Alles. Und dann kommt das Ausländeramt Siegburg und verhaftet ihn. Ja, super. Wie, natürlich, also ein Krimineller, weil könnte ja sein, dass er sich der Abschiebung widersetzt. Ein Mensch, der sich widersetzt, in ein Land abgeschoben zu werden, das er überhaupt nicht mehr kennt und wo er keinen Status und nichts hat und dass er seine Freunde verlassen muss, dass er nicht mit seinen Freunden und Freundinnen zusammen sein darf, dass er kein Recht darauf hat, als Mensch mit Menschen zu leben. Ne? Boah. Super, was für ein Driss. Mir ist das völlig egal, was die Ausländerbehörde vorschiebt, um zu sagen, weil er das und das nicht getan hat, er hat nicht rechtzeitig die Papiere. Ja, das ist kompliziert, wenn man staatenlos ist zum Beispiel oder wie auch immer, wenn man geflüchtet ist, an die richtigen Papiere anzukommen. Aber es ist völlig egal. Fakt ist, er ist 10 Jahre hier und nach 8 Jahren hat eigentlich ein Mensch das Recht darauf, hier zu bleiben, vorausgesetzt, er kommt selber klar. Habib hat eine Festanstellung als Chefkoch. Unbefristet Vollzeit, so. Darf das nicht tun, kriegt keine Arbeitserlaubnis. Also er hat es gemacht und dann auf einmal durfte er nicht mehr arbeiten, war wieder auf Sozialamt angewiesen. Wie krank ist das denn bloß? Auf der anderen Seite haben wir die ganzen ukrainischen Geflüchteten, das ist überhaupt kein Problem. Die kriegen sofort die Arbeitserlaubnis, sie kriegen sofort eine Krankenversicherung, sie kriegen sofort Sozialunterstützung, was noch alles. Sie können umsonst KVB fahren ein Jahr lang, sie kriegen umsonst eine Telekom-Karte, eine SIM-Karte für ein ganzes Jahr und so weiter und so fort. Komisch, weil das alles geht. Ne? Nur bei Habib, nach 10 Jahren geht gar nichts. Liebe Ausländerbehörde in Siegburg, das ist beschissen, was ihr da macht. Das ist menschenverachtend, das geht gar nicht. Und klar, ihr könntet sagen, wir können da nichts dafür, so ist die Gesetzgebung. So was hat man vor längerer Zeit auch mal gesagt. Wir tun nur unsere Pflicht. Nein, ihr könnt was anderes tun. Ihr könnt den Ermessensspielraum nutzen und sagen, wir haben eine neue Bundesregierung, die die Seehofer'sche menschenverachtende Gesetzgebung, Ausländergesetzgebung verändern wird. Weil deswegen haben wir sie ja gewählt. Darauf haben wir gehofft und gesetzt und das werden sie auch tun. Also könnte man noch ein bisschen warten. Wenn er 10 Jahre hier bleiben könnte, kann er noch ein Jahr länger. Aber bitte, sofort wieder mit Arbeitserlaubnis. Und ich setze auf all die Politiker und Politikerinnen, die sich erklären, gesagt haben, wir unterstützen, wir sind dabei, wir prüfen das Recht haben, vielen Dank. Und ich setze da auch wirklich drauf, dass die Menschlichkeit an der Stelle siegt und dass wir dadurch lernen. Soweit, also wie ich das immer wieder sage, holen wir uns das Menschsein zurück, ohne Wenn und Aber. Und bei den Ukrainern sehen wir, es geht, also geht es auch bei Habib. Matet Jod, bis zum nächsten Mal. Tschüss.